Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es ein ganz kleines Video geben zur Kritik an dieser Box hier. Das ist die Ultimate Ears Mega Boom 3 und das ist sozusagen die aktuellste aus der Boom-Serie, soweit ich weiß. Ich habe darüber ja schon mal ein Review gemacht, aber heute möchte ich eine Kleinigkeit ansprechen, die mir nach ein paar Monaten Nutzung aufgefallen ist. Also als allererstes hier oben, ich weiß nicht, ob man das hören kann, hier ist die Bildqualität irgendwie nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Also das Teil kann man hier so ein bisschen bewegen, aber das ist auch wirklich nur hier oben, also an diesem kleinen blauen Badge hier, wo Ultimate Ears draufsteht. So, und die zweite Sache und eigentlich viel größere Sache ist das hier unten. Und zwar das, was sich unter dieser Kappe hier versteckt. Und das ist der Micro-USB-Anschluss. Holy shit. Also, die Box ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre alt. Und nicht sozusagen das aktuellste, was Ultimate Ears jetzt rausgebracht hat. Aber es ist die aktuelle Boom. Und ich weiß, dass viele diese Box lieben. Inklusive mir. Natürlich ist es jetzt nicht die lauteste oder die neueste Box, aber ich finde wirklich diese Box sehr, sehr schön. Sie fässt sich sehr, sehr gut an. Tolles Material, tolle Verarbeitungsqualität, geile Knöpfe, cooles Design. Und das liebe ich eigentlich an einem Ultimate Ears Mega Boom 3. Aber was hier sich unter diesem Port bzw. unter dieser Abdeckung versteckt, ist für mich ein Desaster, weil niemand hat so casually ein Micro-USB-Kabel bei sich zu Hause rumliegen. Also wenn ich jetzt bei einem Freund bin oder unterwegs bin mit Freunden, kann man mal sagen, hey, hast du ein USB-C-Kabel dabei? Und da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ein Freund oder eine Freundin oder irgendjemand, mit dem man unterwegs ist, ein USB-C-Kabel gerade dabei hat, eine Powerbank oder bei sich zu Hause ein USB-C-Kabel hat. Aber Micro-USB hat niemand dabei. Und viele Leute auch nicht mehr zu Hause, beziehungsweise müssten dann suchen, bis sie eins finden. Also das finde ich an der Ultimate Ears Mega Boom 3 echt schrecklich, dass man mit diesem alten, nur durch eine Seite reinsteckbaren Port klarkommen muss. Und diese kleine LED hier ist zwar nett und alles, aber die stört manchmal auch, wenn ich sie nachts auflade in meinem Zimmer, weil die halt immer so am Blinken ist. Aber ja, der Micro-USB-Port ist, denke ich, ein Problem, was vielen schon aufgefallen ist. 2015 war das vielleicht noch in Ordnung, aber ich meine, 2023 kann man sich das nicht mehr wirklich in der Technikwelt als innovativ auf die Fahne schreiben. Und der dritte Punkt, den ich noch ansprechen will, ist hier unten. Und zwar, man kann nur mit Ultimate Ears eigenem Charger hier unten sozusagen wireless aufladen mit dem eigenen Dock, wo man dann die Box raufstellt. Ich hätte mir gewünscht, dass die hier noch Wireless Charging unten drin hätten. Das wäre ein sehr, sehr cooles Feature gewesen und würde das Ganze noch mal mehr kompatibler machen. USB-C ist natürlich wichtiger, ist klar, aber hätten sie Wireless Charging hier drin und man könnte es einfach auf so ein Wireless Charging Pad stellen, wäre das noch mal ein großer Vorteil für mich und das ist denn dadurch nicht brauchbar, dass ich mir noch das extra Dock holen muss, worauf ich keine Lust habe. Das wäre easy gewesen, hätte man einfach einen Wireless Charger eingebaut. Ja, wenn ihr noch mehr zu Ultimate Ears oder anderen Audioprodukten oder Apple-Produkten sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal, lasst dem Video gerne ein Like da. Ich weiß, heute ein kleineres Video am Samstag, aber die Thematik wollte ich einfach mal ansprechen. Heißt nicht, dass die Box mir nicht gefällt. Sie gefällt mir sehr gut. Ich habe hier vorne so ein paar, ich weiß gar nicht, was es ist, Salzspuren auch vom Salzwasser, vom Baden. Aber sonst gefällt sie mir wirklich sehr, sehr gut. Daumen hoch für die Ultimate Ears Mega Boom 3. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in einem nächsten Video.